Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Geht die unter oder geht die auf? Nein, die geht unter. Okay. Geht die unter, wollen die gerade schlafen? Also, Also, ja, okay, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Materialien. Das sollte reichen. Das hauen wir weg. Das hier. Zack. Ah, warte mal. Das passt ja. Eigentlich bietet es sich hier gerade an. Ach nee, geht ja auch nicht. So. Eine kleine Küche. Hier so. So ein paar Stickies hier, ne? So ein bisschen Stein hat da. Ein paar Werkzeuge an sich wären natürlich auch nicht schlecht, ne? Weißt du was? Ich schenk dir meine Eisenaxt. Das ist großzügig. Wenn das nicht großzügig ist, ne? Dann weiß ich nicht auch. Dann weiß ich nicht mehr weiter. So, hier geht es doch nur Stühle. Ja, halt, da waren sie. Toll. Habe ich irgendwas mit, wo ich... Oh, hier ist dunkel. Es ist gerade ganz schön dunkel, ne? Eine kleine Lampe halt auf dem Tisch, ne? Obwohl, nee, ist gut. Tisch ist auch doof. Hier so ist eigentlich ganz okay, ne? Ich brauche mal noch ein bisschen Holz. Obwohl, nee, schon bist du hier. Ich hau mal die kurz raus hier. Büro kriegst du auch. So. Ich will ja mal nicht so sein, ne? Wir brauchen natürlich noch ein paar Leitern. Oh Gott, wie ging Leitern? War das so hier? Ja, sehr schön. Reichen die? 1, 2, 3. Sollte reichen. Hier kommt ein Bettchen hin. So. Eine Lampe kriegst du auch noch. Kriegst du richtig kleine Fackeln hier. So. Alle hops. Wir schlafen mal schnell. Zack, zack. Ach, die Vöglein zwitschern. Ach, schön. Ich hätte jetzt voll Bock auf den Waldspaziergang. Finde ich jetzt cool. So. Und schon ist das Dach dicht. Das ist nicht so schlimm, das kriegt man dann eh gleich wieder. Hier noch. Da müssen wir uns noch ein paar machen. Fahre ich jetzt gleich runter? Nein. Doch, ich fahre runter. Ach, toll. Da machen wir uns noch ein paar.
Gebrauchen können wir sie so oder so. Ne? Ich mache erstmal hier hinten rum. Das hier. So. Ah, das müssen wir noch wegmachen. Mal das Dach schon fertig. Hoch. Okay. So, hier kann man jetzt so schön hoch. Ups. So, ne? Hier oben ist das Bettchen. Ja, warte mal. Ich wollte mal so gucken. Rot. Haben wir irgendwas rot? Roter Farbstoff. Hier ist was Rotes. Bringt das roten Farbstoff? Na, orange. Toll. Ja. Roter Farbstoff, wo bist du nun? Wenn man Rot braucht, findet man kein Rot. Das ist irgendwie immer so. Dahin ist die große Hängebrücke. Okay, muss es doch irgendwo rot gehen. Irgendeine rote Blume. Eine gelbe Blume. Lilane Blume. Blaue Blume. Rote Blume. Ja, sehr gut. Du kannst bleiben. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine rote Pflanze gesehen. Wo ist die hin? Ah, das war bestimmt die hier. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich kann nicht sagen, ob es reicht. Warte, wir können es gleich mal testen. Sand und Erde. Das wären 4 Stück. Hätte ich 7. 1, 2, 3, 4. Ja, ich bräuchte noch ein weiteres. War ja klar. Huch, oh, entschuldige, ich bin vor ins Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat man nicht so sehr gehört. Geht's da runter? Da, ach nee, das ist ein Pilz. Die einfachste Ecke wäre natürlich. Ach so, ein Bild. Wäre natürlich jetzt zu den Feldern hinten zu gehen, wo ich. Oh. Oh. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Ja, von wo aus wir das Observatorium halt sehen können, also da hinten. Ich ahne schon, wir müssen bis dorthin laufen. Ah, hier. Ah, da, da. Jo! Sehr gut. Jetzt haben wir dafür auch genug. Jetzt müssen wir wieder die Jägerhütte finden. Geronimo! Ah! Oh, ich dachte schon, jetzt geht's abwärts. Ich glaube, in der Richtung war es, ne? Hallo. Wisst ihr, wo die Jägerhütte ist? Nein, die Kühe wissen es auch nicht. Wo ist... Hä? Ach, hier, guck einer an. Haha. Ne, ich habe Orientierungssinn, das kann man nicht bestreiten. So. Die aus Holz, ne? Die aus Holz finde ich schön. Vielleicht ist es schräg hier. So, schön einladen, ne? Ja, und jetzt fehlt natürlich noch das Wichtigste. Der Sven. Moment.
Der Herr Jäger fehlt natürlich selber noch. Ein bisschen rumlaufen kann er ja. Ne? Ein bisschen rumlaufen ist nie verkehrt. Ich überlege gerade. Man sollte hier vielleicht wirklich irgendwie zumachen, weil wenn der NPC hier reinhopst. Obwohl, nee, der hopst vielleicht nicht da rein. Ich lasse dir mal hier das Wort. Okay. Name. Sven. Moment. Kann ich das jetzt machen? Der zweite. Titel. Jäger. So, die Textur. Jetzt ist das witzig. Also, ist ein cooler Checker, der Sven, ja. Spezialeinheit. Eher nicht so. Ein Handwerker. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, als was der Sven arbeitet. Der König unter den Bergen. Mit roten Augen. Eher nicht so. Er ist Feuer und Flamme. Ich, nee. Ja, okay. Oh Gott, nö. Haben wir hier kein passendes Jäger-Outfit? Na gut, eigentlich ist es egal, wie Jäger aussieht. Da kann er aussehen, wie er will. Ein Priester, eher nicht so. Mit einer fetten Robe. Nein, so nicht so. Sorry. Ach, ich will sagen, Sven, der ist ja Steve. Ach, ist doch Quatsch. Townsman. Das wäre am optimalsten eigentlich. Trader. Jetzt kommen die Ureinwohner. Ich weiß nicht, wie. Sven, ich weiß nicht, wie der aussieht. So ein bisschen älter ist das. Das wäre gut. Villager Steve. Villager Steve 2. Bisschen zerlottertes Haar. Hier können wir machen. Bisschen ordentlich, ja? Ein bisschen ordentlich. Warte mal. ja. Moment. Sowas hier vielleicht? Ich weiß nicht, wie Sven aussieht. Keine Ahnung. Das ist nur die Frage. Ne? Das ist nun die Frage. Die Frage ist, wie lassen wir ihn aussehen? Das wäre böse. High Class. Nee. Ein Hobbit. Doch, der Hobbit. Naja, nee, natürlich. Meiner. Meiner. Sieht auch nicht schlecht aus, aber passt überhaupt nicht. Viking. Na, mit dem fetten Bauchmuskel. Der fette. Der. Fette Zwerg. Ich würde sagen, der große Zwerg. Man kann es ja, ne, die Skins auch umpassen. Also, man kann die ja, kann ja neue hinzufügen noch. Das ist ja ganz geil. Ist das okay mit der Mütze und so? So als Zwerg ist das okay. Also, bist ja kein Zwerg, aber optisch halt. Der Skin von dem Zwerg, so Leben unendlich. Gegner gefunden, nix. Tür. Pause offen. Also, du kannst Türen öffnen und schließen, ne? Ist klar. Flüchtet vor nichts. Ein Jäger flüchtet von nix, der hat das Ziel immer vor Augen. Muss das Ziel sehen? Ja, natürlich. Kann sprinten. Der kann loshechten, weniger Zelle. Bewegung. Stehend, wandernd. Drei Blöcke. Ist okay. Ist wenig, dass er hier irgendwo sonst hinfällt. Meidet Wasser? Nein. Doch, er meidet Wasser. Er ist ein bisschen, Sven ist wasserscheu, ne? Sprungangriff. Klar, von oben runter mit dem Schwert. So. Ja, der Bogen. Haben wir jetzt aber leider keinen mit. Müssen wir mal einen machen bei Gelegenheit. Das kann ich mal offscreen machen, dann kriegst du mal noch deinen Bogen. Sven, ne? Das ist kein Problem. Sprüche. Ich könnte jetzt böse sagen, man. Würde leider nicht in der Ecklines. Nein, komm mal hier. Ne? Der ist ein bisschen herzlich. Ein bisschen persönlich. Nicht so formell, nicht so hallo. So, hey, was geht? Ne? So ist er drauf. Machen wir das Einfachste. Na, wie geht's? Ist so. Kann man fragen, ne? Das vergessen schon die wenigsten heutzutage. Einfach mal zu fragen, wie es denn einem geht. So. Hallo. Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Tja, der Sven ist nun eingezogen. Ne, also er ist ganz offiziell
Denke so, warte mal, ich wollte mal. Oh, schon wieder dunkel, verdammt. Moment, da will ich mal natürlich hier einen Screenshot machen. Das muss sein. Das Sven beim Kochen. Hey, dreh dich um, Sven. Tada. Der Sven ist da. Was geht? Gut, der erste Abonnent ist eingezogen in der Welt. Oh, ich freue mich. Ich freue mich ein bisschen sehr gerade. Ich finde das schön. Ja, also viel, viel kommentieren. Wo vor allem Liebessachen und so, also ordentliche Sachen schreiben, ne? Nette Sachen schreiben. Das bringt euch in diese Welt hinein. Das hat sich sogar irgendwie gereimt, oder? Ja, bringt mich in die Welt hinein. Ein bisschen, ne? Na, finde ich ganz gut. Okay, warte, wir gehen mal jetzt schnell schlafen. Wo hab ich... Bettchen. Okay. So, ich würde jetzt gerne nur... In Anführungszeichen nur... Den Weg hier ein bisschen durchziehen. Das wird auch wahrscheinlich nicht so einfach werden. Mal alles reinpacken jetzt, das brauchen wir jetzt so nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht, die bunten Farben. Ich würde jetzt gerne alle Erde nehmen, die wir jetzt haben. Und wir haben schon alle Erde. Oh, das ist nicht so gut. Einfach nur, damit wir hier so ein bisschen, ne, den Weg schon so begrenzen können. Könnte ich erstmal vorgehen, das wäre eine gute Möglichkeit. So. Hier ein bisschen schräg, ne, so. Wo geht's denn jetzt dahin? Wenn wir jetzt den Weg hier lang ziehen, oder müssen wir vielleicht schräg ziehen, mal gucken. So, wo kommen wir jetzt? Hier ist ganz gut, dann machen wir es hier in den Tal, dann nach vorne. Das ist gut. Okay. Ah, machen wir hier den Weg. So. Geh weg. Das klang böse. Oh, das klang böse. So. Hier bietet sich das ja auch gerade sehr an, ne? Also, kann man das ja ruhig mal machen. Kann ja gleich mal auf der Höhe bleiben hier. So. Oh, was lässt du hier? So. Großen Stein haben wir auch noch mit. Den können wir hier gleich schön setzen. Wollte ich nicht. Das ist nicht schlimm. Das da muss weg. So. Den kleinen Weg. Ich denke, jetzt ist jetzt hier so drüber. Zack, eins hoch. Gut. Also können wir das hier auch noch zum richtigen Weg machen. Hier bietet sich natürlich nur hoch an. Machen wir da die Wand hin. Was leider der Rest als Slabs jetzt hier, so. Hopp.
haben wir den Weg hier lang gemacht. So. Da hinten hoch. Okay. Wir buddeln uns weiter durch den Wald. Ist jetzt hier der Riss? Stimmt, der Riss war irgendwo da vorne, ne? Ja gut, da hätten wir wieder einen Grund für eine Hängebrücke, obwohl da würde ich dann erst recht nicht drüber gehen. So. Ein bisschen ausästen hier, so. Das ist schon mal eine Schaufel schon gewesen? Wow, krass. Das waren schon alle meine Schaufeln. Das ist natürlich nicht so gut. Na, eine Brandkantenverkloppung. Ich mach mal schnell ein paar Steinschaufeln wenigstens, ne? Dass wir hier wieder zu Rande kommen. Was? Ich mach mal. So. Ich hoffe, die reichen. Okay. So. Das war nicht so geplant. Machen wir das einfach hier so. Halt, ich will erst hier raus. Machen wir das gleich zu hier, so, damit niemand wieder hier reinfällt. Das wäre ja schade, ne? Oh, hier ist der Riss. Mal so ein bisschen zu hier. Da wir voll drauf zusteuern. Machen wir dann eine schöne Steintreppe, würde ich sagen, ne? So hier. Zack, zack. Oha, das wird eine richtig kleine Schlucht hier. Na, ja, reicht. Ja gut, wenn wir der Treppe hier oben sind, sollte ich hochkommen. Ja. Ja, komm hier. Gut. Das kann weg. Oh, guck mal, da ist schon der Berg. Sind wir schon dran? Das ist gar nicht so weit weg gewesen. Guck mal, die Brücke ist hier schon zu Ende. Ach, wir sind schon am Berg. Das ging jetzt aber schnell. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich glaube, wir brauchen länger zum Berg. Gut. Ich tue jetzt aber erstmal schnell hier so ein bisschen. Hä? Ihr könnt ja auch mal, dass hier nicht alles aus massiven Stein ist. Dass da noch ein bisschen Erde noch drauf liegt, ne? Dass das so aussieht, als ob das so ein bisschen ja wieder verschüttet würde. Gucken, ob ich das so ein bisschen so hinkriege mit dem Effekt, ob das dann so den gewünschten Effekt hat.
Also Hühnchen, du musst da rausgehen. Gut. So. Obwohl, ach komm, wir machen das ein bisschen wie bei den anderen. So. Boah, ich war schon wieder Katzen im Hals, ey. Richtig schlimm sogar. Na komm, die Treppe hoch. Ist doch ein schöner Weg. Hab dich nicht so, geh die Treppe hoch. So. Machen wir das hier mal weg. Lass mal den Baum mal hier so stehen, ja. Mal gucken, wie das dann aussieht, wenn der Baum so wirklich so stehen bleibt als einziges. Der muss weg. Nur ganz schön hoch. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Die Blumen. So. Die Erde brauchen wir. Ne? Die nehmen wir gleich mal mit. Das Bettchen setzen wir mal hierher. Gut. Da vorne machen wir einen Erdweg nach unten. Hier müssen wir auch noch ein bisschen Licht reinbringen. Ich passe mich hier mal wieder an. In Begebenheiten. So. Oh, da ist ein Loch in den Berg. Das ist ja übrigens aber der Berg, also das passt. Wir sind jetzt da. Hier könnte man wieder eine Steintreppe machen. Erst so und dann so rüber. Das wäre nicht schlecht. Ich gehe mal kurz gucken. Also wir kämen dann hier hoch, ne? Nein, halt, kommst du, lass du mich da jetzt hoch. So. Genau, und da kämen wir nämlich auf den Berg. Ne, und der Weg ging durch den Wald hier. Wir können natürlich noch so ein bisschen, dass das so hin und her schlängeln, das ging natürlich auch noch. Dort oben wird das Observatorium stehen und theoretisch müsste jetzt hier müsste theoretisch der Weg hochkommen in den Bahnhof. Jawohl. Aha, jawohl. Au. Es haut hin. Ja, ich muss noch nach hinten gehen. So. So. Ah, hier bist du hier. Es ist natürlich doof, ne? Ah, die muss halt schon, der Weg hier muss schon schön breit sein. Da kann man nichts gegen machen. Ist noch eins dann rein. Wow. So.
Stein, Stein. Die Erde gleich reinpacken. Das Zeug können wir hier reinpacken. Und eigentlich wollte ich diese Jägerhütte, ne? Mit zwei, also Sven, du hättest eigentlich hier gewohnt. Jetzt wohnst du da schön im Wald, ne? So ein bisschen abgelegen halt. Aber ich denke, das ist ganz schön, hast deine Ruhe, das passt schon. Weg von dem Lärm der Stadt. So. Erde kann man das weg. So. Okay, also eigentlich müsste die jetzt bis hierher gehen. Die Treppe. So. Oh, mein Hals, ey, ist schon wieder gerade ziemlich nervig. Hier ist dann die Ecke, also muss es. So. Hier geht's nach unten. Hier kommen die Wand hin. Hier eigentlich, ne, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Mhm. Gut. So, 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 so. Ich muss jetzt so eine. Na, das ist immer ein bisschen schwierig hier. Aua. Die Wände, da müssen wir auch noch ein bisschen stützen. Das ist jetzt zwei. Okay, das heißt, das hier müsste wieder eins höher sein. Sehr gut. Das noch eins höher. Sind wir sogar gleich oben. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Ah, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüss.